Ein erfolgreiches Vergabeverfahren endet mit Zuschlagserteilung und damit mit Zustandekommen eines privatrechtlichen Leistungsvertrags zwischen Auftraggeber und dem erfolgreichen Bieter. Auch für diese Phase der Leistungsausführung nach eigentlicher Beendigung des Vergabeverfahrens ist das Vergaberecht nicht vollkommen irrelevant, sondern es kann, wenn es nämlich zu nachträglichen Vertragsänderungen kommt, neuerlich möglicherweise eine vergaberechtliche Ausschreibungspflicht ausgelöst werden. Wann eine solche vergaberechtsrelevante nachträgliche Vertragsänderung vorliegt und welche Implikationen, welche Kriterien damit in Zusammenhang stehen, damit möchte ich mich heute beschäftigen. Mein Name ist Claudia Fuchs, ich bin Rechtsanwaltsanwärterin bei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg und schwerpunktmäßig mit öffentlichem Wirtschaftsrecht und Vergaberecht beschäftigt. Nachträgliche Vertragsänderungen sind vergaberechtlich heikel. Und zwar insbesondere deshalb, weil, wenn sie inhaltliche Modifikationen nachträglich herbeiführen, es zu einer Umgehung vergaberechtlicher Vorschriften kommen kann und damit eigentlich eine Neuvergabe ausgelöst wird. In der Rechtsprechung des EuGH hat sich dafür so als Grundlinie für einen Beurteilungsmaßstab herauskristallisiert, dass nachträgliche Vertragsänderungen dann vergaberechtsrelevant sind, wenn sie wesentlich sind. Für die Beurteilung dieser Wesentlichkeit kann man im Grunde mal vier Kriterien heranziehen. Das eine ist, wenn nachträgliche Vertragsänderungen Bedingungen herbeiführen, die einen ursprünglich anderen Bieterkreis zugelassen hätten, Bedingungen herbeiführen, die die Annahme eines anderen Angebots erlaubt hätten oder wenn nachträglich Bedingungen eingeführt werden, die das wirtschaftliche Gleichgewicht zugunsten des Auftragnehmers verschieben oder auch den Leistungsumfang erheblich ausweiten. In all diesen Fällen liegt also eine wesentliche nachträgliche Vertragsänderung vor und damit wird auch die neuerliche Ausschreibungspflicht begründet. Detailliertere Regelungen dafür finden sich im nunmehr neuen Bundesvergabegesetz 2018 und dort findet sich auch eine relevante Bestimmung hinsichtlich der Geringfügigkeitsschwelle. Wenn nämlich die nachträgliche Vertragsänderung den vergabegesetzlichen Schwellenwert nicht übersteigt und zugleich 10% der ursprünglichen Auftragssumme bei Lieferungen und Dienstleistungen bzw. 15% bei Bauleistungen nicht übersteigt, dann ist so eine nachträgliche Vertragsänderung vergaberechtsfrei, muss also nicht neuerlich ausgeschrieben werden. Ein wesentlicher Aspekt, der dafür noch für die Praxis zu erwähnen ist, ist der Umstand, dass wenn nachträgliche Vertragsänderungen auf ursprünglich schon vertraglich vereinbarte Optionen zurückgehen oder auf Vertragsanpassungsklauseln im ursprünglichen Leistungsvertrag, dann sind auch solche nachträglichen Änderungen nicht vergaberechtspflichtig. Voraussetzung ist, dass diese ursprünglichen Änderungsklauseln klar, präzise und eindeutig formuliert sind. All dies zeigt zusammengenommen also, wie wesentlich es ist, besonders aus Auftraggeberperspektive schon bei ursprünglicher Vertragsgestaltung umsichtig und vorausschauend vorzugehen, insbesondere auch was die Implementierung von Vertragsänderungsklauseln betrifft.